Ja, mein Name ist Rainer Blatt. Ich bin hier an der Universität Innsbruck im Institut für Experimentalphysik tätig und unser Hauptaufgabengebiet ist die Forschung, die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Quantenoptik und der Quanteninformation. Der Spezialforschungsbereich, den wir derzeit haben, Foundations and Applications of Quantum Science, ist genau in diesem Bereich angesiedelt. Wir wollen diese Grundlagen der Quantenphysik, die wir einerseits mit wenigen Atomen, einzelnen Photonen studieren, diese wollen wir heben, sodass wir auch größere Verbünde damit beschreiben können, sodass wir bis zu dem mesoskopischen Bereich kommen können, wo dann kleine Materieansammlungen beschrieben werden. Dazu gibt es mehrere Ansätze. In meiner Gruppe machen wir den Ansatz eines sogenannten Bottom-up-Approaches, das heißt, dass wir mit wenigen Atomen immer komplexere Systeme aufbauen, das wäre Stichwort Quantum Computer. Die Hauptherausforderung, die wir derzeit haben, ist diese Quanteninformationsverarbeitung, also die Kontrolle der Quantensysteme für zukünftige Quantencomputer zu erreichen. Die wichtigste Herausforderung, die wir derzeit sehen, ist die Implementierung der sogenannten Quantenfehlerkorrektur. Das heißt, wenn solche Rechner auch im Quantensystem Fehler machen, wollen wir diese Fehler automatisch korrigieren können. Dieser SFB, was für Spezialforschungsbereich steht, der geht zwischen Wien und Innsbruck und wir haben in den letzten Jahren mit Hilfe dieses SFBs eine große, ja, kongruente Forschergruppe gegründet, die die Basis für die Quantenphysik nicht nur in Österreich, sondern auch darüber hinaus bildet. Das ist ganz wichtig für die Sichtbarkeit und auch wichtig für die Entwicklung der Quantenphysik allgemein. Ich selber komme aus dem Gebiet der Frequenzmesstechnik, der Metrologie, und mit Quantenmethoden kann man solche Techniken verbessern. Und im Laufe der Zeit hat sich auch über die Zusammenarbeit mit Theoretikern ergeben, dass wir mit diesen Methoden auch Quantencomputer bauen können. Quantensimulatoren, wir können Quantenkommunikation machen, Quantenmesstechnik. Das ist ein sehr breites Gebiet, was seit etwa 15, 20 Jahren unser Arbeitsgebiet bestimmt. Diese Grundlagen, die sind die Basis dafür, dass einmal die Wissenschaft in der Technologie landet, in Innovationen mündet und tatsächlich in Anwendungen so weit gedeihen kann, dass man auch diese Techniken verkaufen kann. Der Wissenschaftsfonds, der FWF, spielt eine große Rolle für die Entwicklung dieser Dinge, weil er als einziger großer Fonds für die Grundlagenforschung die Finanzierung zur Verfügung stellt. Und ich würde wirklich empfehlen, dass der FWF auch in Zukunft sehr viel stärker finanziert wird, als er derzeit ist. Nur dann kann tatsächlich das Potenzial, das in Österreich in der Forschung existiert, auch gehoben werden. Diese Dinge werden auch die nächsten Jahrzehnte bestimmen, denn unsere makroskopische Welt besteht aus sehr viel mehr als aus nur einzelnen Atomen. Und das ist genau das, was die Physik in den nächsten Jahren gerne haben möchte. Wir wollen immer komplexere Systeme mit den mikroskopischen Gesetzen beschreiben können.